Hallo, grüß Gott. Herzlich willkommen zu meinem Waldbauer Schaumburg-Vlog. In dieser Woche geht es wieder ums Sägewerk, und zwar Eiche sägen. Und um das Entrinden der Eiche mit der Hand und dem Eder-Schälgerät. Es gibt noch ein Special-Video. Ich war noch mal im Forsteinsatz, und zwar ein paar Baumlängen zu rücken. Die Fläche, die halt auch geräumt sein sollte. Seid gespannt, es kommt im Laufe des Tages, wahrscheinlich um 18 Uhr. Ja, es ist ja jetzt Mittwoch noch. Donnerstag und Freitag ist ganzer Tag, steht mir da zur Verfügung. Ich habe Urlaub genommen, um da jetzt voranzukommen. Jetzt muss ich nochmal auf das Wetter gucken, auf der Wetterkarte, wie es da aussieht, wenn ich den Rückeinsatz plane, weil jetzt ist es momentan optimal, aber schon relativ spät. Ja, 20 vor 5, da jetzt noch auszurücken. Also werde ich jetzt erstmal das Sägewerk wieder anwerfen und meine Unterleglötzchen sägen. So, jetzt hatte ich ja bemerkt, dass es hier ein bisschen schwergängig war. Mit dem Sägewerk nach vorne schieben. Das Problem war, hier die Innenseite, da hatte sich Harzknubbel, hatten sich Harzknubbel gebildet. Und hier sind ja die Lagerrollen, die nicht nur hier oben laufen, sondern an der Seite laufen, das in der Spur halten. Und die hatten natürlich dann da einen Widerstand. Und das ist halt nicht so gut. Muss ja halt sauber durchlaufen. Das habe ich jetzt hier mit dem Schaber halt wieder sauber gemacht. So, jetzt habe ich wieder ein anderes normales Sägeblatt aufgezogen, was jetzt auch schon gebraucht war. Und das werde ich jetzt hier für die Pappel nehmen. Mal sehen, ob es hinhaut oder ob ich doch noch mal ein neues draufziehen muss. Da muss ich halt zum Trocknen immer umdrehen mit frischer Luft, weil sonst die Tüten halt zu, die Feuchtigkeit, weil es ja der nass gesägt, dann ja, die Tüten so schnell wieder kaputt gehen. Die Späne aus Beute von der Eiche vom letzten Mal. Das gute Pappelholz. Stopp, jetzt müssen wir erstmal anfangen zu rechnen, damit die ganze Sache aufgeht. Das sind so Unterleghölzchen, die ich mache. 2 cm oder 20 mm. 25 hier hatte ich jetzt ein bisschen mehr gemacht. Für die 20er habe ich ja jetzt die Tabelle. Jetzt gucken wir noch mal, ob man... was hat man da? 23,8er hinbekommen.
Ja, ist ja eigentlich ein herrliches Holz, das Pappelholz. Ja. Wird immer unterschätzt. Schön leichte Bretter und die sind durchaus auch stabil wegen dem langfasigen Holz, Pappelholz. So, wenn man so eine Kiste bauen, eine Holzkiste bauen will oder so, super Holz. Ja, ich gehe jetzt hier strikt nach Tabelle vor. So, da sind wir jetzt einmal durch. So, die Bretter sind eingespannt. Jetzt nach der 25er Schnitttabelle. ...199 ist das nächste Maß. So, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell das geht. Den Rest mache ich ohne euch. Vom Prinzip habt ihr das ja jetzt gesehen. Das ist jetzt die Ausbeute. So, jetzt muss der erste Eichenstamm aufs Sägewerk. Stimmt doch was nicht. Ist das Kabel noch nicht richtig? Ja, hier, der Stecker war nicht richtig, ja, der Wackelkontakt. Ja, den haben wir jetzt erstmal beiseite gelegt, weil den müssen wir jetzt noch mal vermessen, bevor wir das auf Sägewerk legen, wegen den Längen für das Tor. Ja, der ist 4,50 Meter und der muss jetzt auf 2,25 Meter geteilt werden, genau in der Mitte. Ja, da ist genau die Mitte, na, wo der Knick drin ist. Macht schon Sinn, den da durchzutrennen. Hier ist ja noch einer dickerer, der scheint noch ein bisschen gerader zu sein. Da kriegt man die längeren Längen raus. Auf jeden Fall muss ich hier meinen Wagen verkürzen, weil die Längen, die ich säge, sind maximal so 3 bis 4 Meter. Ein 3 Meter hier fällt mir hier schon durch. Ja, die Eichelänge, wenn ich da 2,25 Meter mache, das fällt hier auch noch durch meinen Anhänger.
Da muss ich mir jetzt noch was überlegen. So, jetzt haben wir den Anhänger einfach was vorgeschoben und jetzt habe ich hier den Stapelplatz für die 225er Eichenbretter. Bin jetzt aber erstmal hier reingestapelt und ja, wird schon ein bisschen was werden. Also 2 Meter hoch. Ja, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, die Pappelhölzchen jetzt nochmal hier schön aufzuschichten, dass Luft durchkommt, weil ich will vermeiden, dass sie jetzt anfangen zu schimmeln. Das ist nämlich auch schnell passiert. Weil sie sind halt noch was feucht und durch das Sägen, das nasse Sägen, ist auch noch wieder nochmal Nässe drauf gekommen. Und es geht ja relativ schnell, dann sind die trocken. Aber jetzt noch nicht ganz. Aber deshalb ist es wichtig, dass sie luftig sind. Luftig liegen, dann schimmelt es auch nicht. Jetzt geht's an die Eiche. Also in eingewachsener Zwiesel oder ein Ast. Jetzt weiß ich nicht, wie lang der geht. Also das ist natürlich jetzt hier die Seite, die haben wir da vergessen. Außer Sonderware für Leute, die jetzt ein besonderes Muster haben wollen. Aber jetzt für meinen Torbau ist das jetzt kontraproduktiv. Aber ich habe jetzt festgestellt, meiner leidigen Krankheit, die ich nicht loswerde, dass jetzt durch das Wetterwechsel mir einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe da jetzt schon ein Medikament genommen, aber bis das wirkt und mit Medikament arbeite ich nicht gerne. No, das sollte man eigentlich auch nicht machen. Und deshalb werde ich jetzt erstmal abbrechen hier. So, jetzt bin ich wieder online. Es hat jetzt hier einen ordentlichen Wetterwechsel gegeben. Es ist jetzt richtig frühlingshaft. Die Sonne scheint und es ist auch wärmer. Ich bin jetzt hier noch im dünnen Hemd. Und ja, das hat mich komplett umgehauen. Ja. Ich habe ja so eine komische Krankheit, so eine Autoimmunkrankheit und jetzt dieser Wetterwechsel, der hat mir jetzt einen Schub verpasst vom Feinsten und mir jetzt den halben Tag weggenommen. Also ich konnte nur noch liegen und Gelenke tun weh und man kann sich nicht mehr bewegen so richtig und ja. Und jetzt geht's wieder langsam. Ja, also, und Bewegung tut da gut, wenn es geht. Na, das ist die Voraussetzung.
gut aussehen. Oder Halswiese, das war ein bisschen komisch, aber Eiche zu sägen ist schon eine Herausforderung genug. War ja schon bei der Probe, beim Probeschnitt, schon bei diesem kurzen Stück schon, hat sich das gezeigt. Und jetzt will man nicht noch die Rinde dabei haben, die noch eine zusätzliche Herausforderung hat, weil da sich diverse Dreck halt sammelt. Und dann das Sägeband dann noch stumpf macht. Ja, hier sieht man halt schon, dass hier unter der Rinde ein Splintholz da schon arg gelitten hat, da der Schwamm schon drin ist. Aber das Kernholz, das ist noch einwandfrei. Also das Splintholz, das muss natürlich komplett weggeschnitten werden, das wird Brennholz. Obwohl er hier in Waage ist. Da macht die Nase runter. So, ist jetzt eingespannt. Ach, keine 4 Meter kürzer. 3,80 Meter so ungefähr. Könnte man fast jetzt über die gesamte Länge aufsägen.
Der sieht wesentlich besser aus. ~42,50, also 8 cm Durchmesserverlust auf der Länge, hält sich noch in Grenzen, so dass wir den über die gesamte Länge sägen werden auf Sägewerk. So, den lege ich jetzt erstmal beiseite. Die Beurteilung ist jetzt soweit abgeschlossen. So, jetzt ist Freitag. Ich musste heute Morgen noch ein paar Besorgungen machen. Aber jetzt geht es weiter hier auf dem Sägewerk. Ich werde euch jetzt aber nicht im Einzelnen komplett mitnehmen, weil das würde zu viel Videomaterial ergeben. So, dass ich jetzt mich entschlossen habe, da das Endergebnis euch dann noch zu zeigen. Delle drin. Anscheinend ist es so, dass sich die Wärmeausdehnung unterschiedlich verhält. Also die Laufschiene mit dem Sägebett. Und dadurch sich anscheinend ausbeult hier oder was. Und dann kommt es natürlich zu Verklemmung. Ich habe es wieder zusammengebaut, es hat ein bisschen was gebracht, aber es ist noch nicht gelöst, weil dadurch, dass da halt ein leichter Bogen drin ist, jetzt in der Laufschiene, zwar nicht so viel, aber immerhin, muss ja das gesamte Sägekopf sich da ein paar Millimeter, und wenn es nur 1-2 Millimeter ist, korrigieren. Und das bedeutet, dass der muss sich ein bisschen verschieben. Und das ist halt der Reibungswiderstand, der an der Stelle entsteht. Einfach frei gesägt, also ganz langsam sägen. Das ist jetzt hier die Devise. So, jetzt habe ich aus dem Stamm 20 mm Bretter geschnitten und 3 Nummer 25 mm.
waren die untersten Reststücke. Und jetzt geht es an den nächsten Stamm, den muss ich erstmal entrinden mit dem Eder Schälgerät. Ja, geht schon gut, ne? Also produziert man ordentlich Rindenmulch hier. So, jetzt muss ich den Schlepper erstmal wegfahren, damit ich den Stamm drehen kann. Der Eichenstamm, der nächste ist schon auf dem Sägebett und jetzt muss ich noch mal genauer kalkulieren, ob ich ihn jetzt tatsächlich über die ganze Länge jetzt schneide oder da noch ein Stück abschneide. So, ich habe mich jetzt entschieden, das zu trennen. Es gibt auch noch mal so ein kurzes Stück, das erkläre ich euch dann, wie das Tor dann konstruiert wird, also in 2 Jahren, weil muss ja noch trocknen, die Bretter müssen noch trocknen, da sollte man frühestens in 2 Jahren damit loslegen. Und zwar gibt es ja 2 Torhälften und die 2 Torhälften gibt es ja einmal eine komplett, die von oben nach unten durchgeht und die andere Torhälfte, die ist dann auch nochmal zweigeteilt, ein oberer und ein unterer Teil. Der obere Teil, da werden jetzt hier die kürzeren Bretter dann genutzt und der untere Teil, die hatte ich ja schon geschnitten. Sodass man da halt ja,
ein kleineres Torteil hat, wo man dann, wenn man jetzt nur zu Fuß da durchgehen will, dass man es einfach öffnen kann, nicht die komplette Schwere, das komplette schwere Tor hat. Also nochmal zweigeteilt. Dann hat man oben das dann zu und kann dann unten öffnen. Und oben, das muss dann nochmal separat geöffnet werden, wenn man da reinfahren kann. Es muss aber nicht geöffnet werden, weil das Auto, das hat ja normalerweise die Höhe, die da durchgeht. Ja, draußen ist ein Sauwetter, aber für den Wald ein gutes Wetter, schöner Regen, bisschen stürmisch, aber hält sich noch in Grenzen. Das war es jetzt für den Wochenvlog, jetzt haben wir Samstagabend. Ich habe heute noch mit dem Julian zusammen ordentlich aufgeräumt, hin und her geräumt, entrümpelt. Das war jetzt erstmal wichtiger, um dann auch über der Werkstatt dann auch wieder die Baustelle einrichten zu können. Da werde ich dann auch nochmal berichten von, wenn es da weitergeht. Ansonsten war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, zu abonnieren oder Kommentare zu schreiben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es gibt noch ein Special-Video heute.